Hallo zusammen, hier ist wieder Heute Land. Heute bin ich wieder für euch im MOP Remix unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es mal ein bisschen anderes Thema. Und zwar wollen wir mal über das große Problem mit dem MOP Remix sprechen. Und der eine oder andere hat mich vielleicht die letzten Tage das auch ein bisschen im Stream laufen sehen. Ich habe das doch relativ intensiv gespielt und ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist denn das große Problem deiner Meinung nach? Ich habe schon bei vielen gehört, die ein Problem damit hatten, dass man zu langsam Bronze kriegt, dass man in irgendwelchen Dungeons oder Raids nicht mitgenommen wird oder dass andere Spieler den Frog Farm ausgenutzt haben. Also da gibt es ja viele Geschichten, die den Leuten so ein bisschen stört an dem ganzen Gedönse hier im Panda Remix, wie es ich gerne nenne. Nichts von dem alle ist mein Problem hier. Ich persönlich habe jetzt die ganzen Raids alle mehr oder minder runtergefarmt, ne? Habe alles soweit gemacht. Achievements bin ich auch soweit fertig. Bronze habe ich eigentlich auch genug. Frog Farm habe ich keinen gemacht, habe ich auch ehrlich gesagt nicht gebraucht. Aber mein großes Problem liegt hier bei den Temok-Assemblen. Da habe ich vielleicht die letzten Tage schon mal das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Die Frage kommt immer mal wieder auch im Stream, warum ich mir nicht das ein oder andere Assemble kaufe und stattdessen hier in den Raids das ganze Zeug farm. Schlichtweg deswegen, ich kann die Dinger nicht lernen. Und vielen anderen Collectern geht das genauso. Vielleicht müssen wir da jetzt einen kleinen Exkurs machen für die Leute, die jetzt mit der Thematik gar nichts anfangen können. In WoW ist es so, dass es bei Temok eigentlich zwei große Grundarten gibt. Es gibt einmal Temok, also das Aussehen, wie ein Item aussieht, und dann gibt es quasi IDs. Und die IDs sind quasi die verschiedenen Quellen, wo ein Aussehen her ist. Und das kann man eigentlich jetzt an allen möglichen Items demonstrieren. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier über die Hose drüber fahre, ne? Die hat das Aussehen, was ihr hier unten seht. Und unten seht ihr insgesamt vier Items, die dementsprechend das gleiche Aussehen wie die haben. Ne? Die heißen zum Teil auch gleich, haben aber eine andere ID. Und ich bin jetzt jemand, wie viele andere auch, die hier quasi ID-Sammler sind. Die sammeln nicht nur das einmal das Aussehen, sondern die sammeln die verschiedenen IDs. Teilweise haben die auch andere Namen und auch komplett andere Quellen, wo man die Sachen herkriegt. Mit den Assemble ist das jetzt ein bisschen schwierig, denn so ein Transmog-Assemble, was man jetzt hier von Bossen kaufen kann, die funktionieren quasi so, dass wenn ihr das Assemble lernt, kriegt ihr jegliche ID, die da drin ist. Ja? Zum Beispiel hier, seht ihr, da ist ein Item, da sind ewig viele epische IDs drin. Ne? Wenn ich das jetzt hier kaufe und lernen will, dann kommt hier, alle Vorlagen befinden sich bereits in eurer Sammlung. Heißt, wenn ich jetzt ein Set habe, das zum Beispiel aus 9 Items besteht, und es da 9 verschiedene Aussehen gibt und ich jedes von diesen Aussehen habe, aber jedes von diesen 9 Items hat dann vielleicht 5, 6, 7, 8, manchmal auch 10 Quellen. Und ja, du kannst dann diese Dinger halt nicht mehr lernen, die Quellen, da kommst du nicht ran. Ich kann das vielleicht auch mal ein bisschen demonstrieren im All of Things. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Infinite Bazaar. Und jetzt gehen wir mal auf einen von diesen, wo es noch ein bisschen mehr drin ist. Da zum Beispiel. Ja. Das ist zum Beispiel hier ein Druid Ensemble aus dem Normal. Und hier sind sehr viele IDs drin, die es leider nie ins Spiel geschafft haben, ja. Und zwar hier auch zum Teil kriegsgeschmiedete Sachen, die man im Live-Game nicht kriegen kann. Und aber auch nicht quasi jetzt hier im Panda Remix gedroppt bekommen kann. Im Panda Remix sind ja die ganzen Items mit diesen Extra-Sockeln, ne? Das sind alles neue IDs. Und die würde man hier über dieses Sample auch kriegen. Die stehen jetzt bei mir tatsächlich nicht mehr drin, weil ich die letzten Tage, wie ich jetzt eingangs schon ein bisschen erwähnt habe, die Raids rauf und runter gefarmt habe. Ne? Also die ganzen neuen IDs kriegt man tatsächlich auch in den Dungeons und Raids. Die kann man farmen. Ich kann jetzt euch hier zum Beispiel mal das ein oder andere zeigen. Zum Beispiel hier im Thron des Donners fehlt mir jetzt noch eine Brust. Ja? Die hier. Die sind auch in den Assembles drin, weil die wahrscheinlich, jetzt muss ich mal gucken, Hexendoktor ist, glaube ich, das Shami-Set. Ja? Aber das kann ich mir zumindest hier auch farmen. Diese ganzen epischen Items, die ihr quasi jetzt im Bazar hier seht, ne, also das sind 1500 Items, die sind blöderweise alles IDs, die man nicht kriegen kann. Zum Beispiel jetzt bei dem DK-Set sind jetzt hier auch Set-Teile, die kriegsgeschmiedet sind. Und diese ganzen kriegsgeschmiedeten Set-Teile, die haben es leider nie reingeschafft ins Spiel. Ja? Also es sind alles IDs, die es zwar physisch gibt, aber die nie im Spiel Verwendung gefunden haben. Und wenn man jetzt in MOP noch nicht viel gemacht hat
und jetzt zum Beispiel das DK-Set nicht voll hat, dann kann man einfach zu dem Händler gehen, lernt das Set, dann kriegt man die paar IDs, die es im Retail gibt, ne, das sind vielleicht 10, 20, keine Ahnung, wie viel das sind, dann kriegt man die kompletten IDs, die jetzt halt im Panda Remix eingefügt worden sind. Das sind die quasi diese grünen Items und man kriegt die kompletten IDs, die es nie ins Spiel reingeschafft haben. Und das sind jetzt zum Beispiel bei dem einen hier 49 IDs. Und das Problem ist, ich kann zwar die Items mir im Retail farmen und die habe ich auch alle, ne? Wenn ihr jetzt hier reinguckt, da sind jetzt hier nur ein paar Worldboss-Dinger drin. Ich habe 100% von den Raids und Dungeons im Retail fertig gefarmt, schon bevor der Pandamix losging. Und dementsprechend kann ich die nicht kaufen. Ich habe mir jetzt die ganzen IDs gefarmt, die man jetzt quasi hier im Remix holen kann oder beinahe, das bin ich bei den Raids bei 99%, soweit auch abgeschlossen, aber diese 1500 IDs von den NPCs, die kriege ich halt schlichtweg nicht, ne? Also diese ganzen Sachen bekomme ich nicht. Jetzt habe ich halt das Problem, ich habe quasi vor dem Panda Remix einen Haufen Arbeit reingesteckt, die Sachen zu farmen und werde jetzt hinten raus bestraft, dass ich nicht die Assemble kaufen kann, also durch den einfachen Weg die Aussehen krieg. Da muss ich schon mal wesentlich mehr Zeit in den Raids reinstecken und noch zusätzlich bestraft, dass ich Sachen gar nicht kriegen kann. Und das sind nicht unbedingt wenige Sachen, die ich gar nicht kriegen kann. Und ja, ich denke mal, der ein oder andere hat vielleicht auch das Problem, ne? Ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht wie bei mir alle Sets fertig haben, aber vielleicht ein paar Sets und dann wundern, okay, mir fehlen da noch Items, die ihr jetzt vielleicht auch im All of Things seht, dass die noch offen sind und ihr könnt euch die Sachen nicht lernen. Und das ist so ein bisschen die Begründung. Selbige Problematik gibt es tatsächlich auch schon seit längerem im PvP-Bereich. Wenn ihr da bei alten Sets reinguckt, wenn man da natürlich das volle Set hat, kann man die Dinger auch nicht mehr kaufen. Da fehlen mir natürlich dann auch immer die ein oder anderen Items, wo ich nicht rankomme. Aber das waren nie so viele, ne? Das waren jetzt hier bei mir 48 in Legion und dann nochmal 46 in Shadowlands. Also es war überschaubar, ne? Zwei hier in Mist of Pandaria. Das waren vielleicht 100 Items, wenn man es zusammenrechnet. Hier ist die Größenordnung halt zumindest bei mir wesentlich größer. Genau, und das ist für mich tatsächlich das Hauptproblem, weil das ist ja eigentlich ein Game-Modus, der für Collector ist und dann bringt halt Blizzard sowas, wo einem dann hunderte oder tausende IDs durch die Lappen gehen, die man dementsprechend nicht kriegen kann. Eine weitere Problematik, die an mich herangetragen wurde, die ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist folgendes, dass es einige Sets gibt, auch Open-World-Sets, die jetzt zum Beispiel als Kette oder als rein Leder ausgeschrieben sind. Man kann aber mit diesen neuen Ensemblen, also so wurde mir das zumindest gesagt, einige von den Sets auch mit allen Rüstungsklassen dann transmoggen. Da gibt es ja auch in Shadowlands, hat es ja schon die ein oder anderen Sets gegeben von den Covenants, die man mit jeder Klasse transmoggen kann. Und anscheinend soll das hier auch der Fall sein. Ich bin ja selber jemand, der eher mehr Transmog-IDs sammelt, ne? Einfach um es mal vollständig zu haben und weniger jemand bin, der es transmoggt. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, ne? Dass Leute gerne diese Sets zum Beispiel jetzt ein Lederset mit ihrem Hunter transmoggen wollen würden. Und das ist anscheinend auch vorgesehen von Blizzard. Aber auch diese Spieler können diese neuen Sets nicht kaufen, wenn sie damals halt das jeweilige Lederset schon voll haben und kriegen dann nicht die Vorlagen, die man auch mit einer anderen Rüstungsklasse transmoggen kann. Ist halt auch schon wieder suboptimal, wenn man extra sowas einfügt. Also da gibt es schon auch noch ein paar mehr Problematiken. Genau, das ist für mich so das ganz große Problem an dem Ding, ein Modus, der für Sammler eigentlich ist und dann aber viele Sachen nicht funktionieren, finde ich sehr schade, vor allem mit dem Hinblick, viele Leute haben in den letzten Tagen das auch reported im All of Things Discord, wo ja auch hier das Addon dazugehört, gibt es einige, die täglich jetzt schon die Bug-Reports machen. Ich habe es mir jetzt auch vorgenommen, dass ich täglich immer Assemble-Bug-Reporte, vielleicht macht Blizzard irgendwas, wenn der ein oder andere von euch da auch betroffen ist oder einfach ein bisschen mithelfen will. Manchmal macht es halt tatsächlich auch ein bisschen die Masse, muss man leider sagen. Könnt ihr hier quasi auf Hilfe gehen, dann müssen wir ein bisschen warten. Und wenn das Ding dann irgendwann geladen habt, gibt es hier einmal Feedback, Abschicken oder Fehler. Und dann kann man hier quasi einen Bug-Report reinhauen und dann einfach halt sagen, dass man einen Haufen IDs hat bei den einzelnen Assemble, irgendeins von denen nehmen, abschicken. Und vielleicht, wenn Blizzard genug Traffic kriegt, ne, dann machen sie da was. Man hatte ja die letzten Tage gesehen, dass sehr viel im Panda Remix geändert wurde. Jeden Tag wurde irgendein anderer Farm quasi eingestampft, wo ich mir denke, lass doch die Leute an irgendeinem Farm farmen. Fixt lieber halt mal die Sachen, die wirklich nicht funktionieren, aber da scheint bei Blizzard die Priorität leider, meines Erachtens zumindest, auf dem Falschen zu liegen. Aber gut, so ist es.
Vielleicht werden wir ja gegen Ende noch eine Änderung hier von Blizzard sehen und wir können uns die ganzen Sachen kaufen. Wird bestimmt mich und einige andere Collector freuen, die auch auf die IDs ab sind, beziehungsweise vielleicht auf dieses rüstungsklassenübergreifende T-Mog aus sind. Für die wäre das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Genau, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich es so ein bisschen rüberbringen. Ich weiß, für Leute, die jetzt mit diesem ganzen Transmog-ID-Gedönse nichts zu tun haben, ist das ein bisschen eine Angelegenheit mit ein paar Fragezeichen. Ne? Für die ist das dann vielleicht auch nicht so relevant, aber für mich als ID-Sammler ist das halt so ein bisschen eine Geschichte, die schon eine Herzensangelegenheit ist, weil ich verwende da doch nicht eine unerhebliche Zeit darin, quasi diese ganzen IDs zusammenzusammeln. Und das ist vielleicht auch nur für die, die es jetzt so gar nicht damit zu tun haben, nicht eine Sache, die jetzt nur irgendwie mit dem Addon das Ganze betrifft, sondern bei Blizzard ist es selber so, dass sie quasi mit diesen IDs hier arbeiten und auch die Erfolge auf die IDs quasi münzen. Es gibt ja zum Beispiel, hier wo ist es drin, unter Sammlungen, Vorlagen, gibt es ja quasi Achievements mit, man muss so und so viele Vorlagen hier sammeln. Hier nimmt Blizzard zum Hochzählen nicht das Aussehen, sondern sie zählen die IDs hoch. Ne? Das sind natürlich immer nur 100 oder 200 und so Sachen. Und also hier verwenden sie selber die IDs. Und aber andererseits bei den Assembles sagen sie, nee, wir gehen nicht auf die IDs, sondern wir gehen aufs Aussehen. Weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man da nicht eine einheitliche Linie wählt. Zum Beispiel auf diese Achievement stützt sich die Ranking-Seite Data of Azeroth. Die haben vielleicht der ein oder andere, der im Collector-Game unterwegs ist, schon mal gehört. Und die rechnen halt danach quasi die gesammelten Appearance hoch. Und ja, das ist halt so ein bisschen der Hintergrund zwischen dem ganzen mit dem ID-System und wie Blizzard das halt auch bewertet, unterschiedlich zwischen Achievements und einmal mit dem Assemble. Juti, ich denke mal, zu der Thematik habe ich genug gesagt. Ich denke mal, der ein oder andere hat vielleicht auch eine andere Meinung, was das große Problem im Panda Remix ist. Schreibt mir es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ich muss jetzt mal gucken, was ich mit meiner ganzen Bronze noch anfange, weil wie gesagt, die Assemble, ne, ich habe alle paar hundert Assemble, die es sind, hier durchprobiert. Und bei allen sieht halt, es passiert das Gleiche. Können es nicht lernen. Und ja, das ist halt echt ein wenig kacke. Also ich kann euch noch ein paar zeigen. Zum Beispiel hier nehmen wir jetzt wieder irgendein Random. Ja. Das ist schwierig, ja. Und vor allem, ich habe nicht nur bei dem Char hier noch die Bronze rumliegen, sondern bei noch ein paar anderen Chars habe ich jetzt halt auch, ich glaube, der Twink hat hier auch nochmal 700k Bronze, aber liegt halt und viel anzufangen habe ich damit leider nicht. Gut, jetzt haben wir genug geschwafelt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.